zwar jetzt dann eine Maschine für uns machen. Ich mache das hier mal zu. Hier jetzt mal hier wieder Controlling, Gemeinkostencontrolling. Tarifermittlung ausführen. Das ist es auch. Da muss man hier doch noch mal gucken, ob es nicht noch eine weitere Transaktion oder Fury App gibt, die das auch kann. Ja, dann schreiben wir hier. Ja, also hier wird jetzt auch klar, warum wir die angelegt haben. Ab und zu brauchen wir sie. Ja, nimmt dann beide Kostenstellen natürlich mit. Stellen 20. Aber das doch etwas anders aussieht, als wie es früher aussah. Also hier unten steht alles und hier auf jeden Fall keine Geschäftsprozesse. Ja, und dann Testlauf darauf achten, dass Sie den irgendwann mal rausnehmen. Wir können ihn auch erstmal drin lassen, sonst werden Sie danach keine Veränderungen sehen. Mal nach, ob die dann hier gleich den Testlauf rausnehmen wollen oder erstmal stehen lassen wollen. Ah ja, also die führen erstmal mit Testlauf aus. Ja, wenn das richtig ist, dann müssen wir den aber noch mal ohne Testlauf durchführen. Ja. Ja, dann ist hier unten das Ausführen. Testlauf lasse ich erstmal drin. Wichtig, keine Geschäftsprozesse, weil wir die wirklich nicht mitverrechnen. Die auch gar nicht existieren. Trotzdem mal ankreuzen. Dann führe ich es mal aus. Ja, also die Leistungsmengen kommen mir sehr bekannt vor. Also die Zahlen stimmen auf jeden Fall. Und den Tarif selber können wir jetzt so hier explizit an der Stelle nicht sehen. Oder ich kann ihn sehen, wenn ich das hier dann durch 1000 teile. Dann sehe ich halt hier das da, oder nicht 1000, sondern durch 100, dass hier so grenzwertmäßig 21 bei rauskommt und jetzt hier scheinbar nur noch 33 Euro. Ja, also insofern kann man, wenn man weiß, wie die Tarife sich so ergeben. Ach so, nee, hier geteilt. Ja, also das wird hier mal dann der eine Tarif halt dann 21, der andere dann 33. Das kann man so ein bisschen aus den Zahlen indirekt herausgucken. Ja, und gucken. Ach so, die lassen, dass das ist, hat sich auch am System verändert. Früher musste man immer den Testlauf auf jeden Fall rausnehmen und jetzt scheint er dann durch Sichern das einfach zu verbuchen. Ja. Das ist so ein bisschen, ja, wieder für den, der es mal anders erlebt hat oder kennengelernt hat, dann auch wieder gewöhnungsbedürftig. Ja, die nehmen das auch nicht noch mal irgendwie raus.
gesehen, dass er gerechnet hat, haben wir die Wirkung auf die Rechnung sehen wir jetzt in der KSBL auf jeden Fall sofort. Da wird jetzt eben die Kostenstelle offensichtlich unten dann entlastet sein, plantechnisch. Ja, also guck mal wieder in die Planung hinein, in die Auswertung des Plans. Gehen wir hier wieder raus. Dann in die Controlling Berichtswesen. Und dann Planning Report Cost Center KSBL öffnen. Ja, ist alles noch drin. Und dann können wir noch mal ausführen. Ja, und dann ist hier weiterhin, ganz alles auf einem Bild kann man wohl so nicht so. Mal schauen, jetzt vorsichtig scrollen. Doch, geht ja so. Ja, also der Effekt ist wohl zu sehen. Was ist passiert? Über- und Unterdeckung sind eigentlich auf 0 bis auf ein paar Cent. Bis auf ein paar Cent ist alles glatt hier. Ja, also er entlastet hundertprozentig die Kostenstelle, kann man vereinfacht ausdrücken. Mal gerade hier weiter. Weil, oh, das ist hier nicht mehr so. Oder kommt hier noch was darunter? Schauen, ich hatte das ja jetzt so. Nee, früher gab es hier nämlich drunter das Gitter. Schau mal gerade in die Aufgabenstellung, ob die das jetzt auch noch mal machen. Das haben, das ist hier in der Oberfläche. Ich schaue mal gerade nach, ob da in den Ikonen, die da drunter sind, noch die Tarifanzeige irgendwo dabei ist. Ja, die ist dabei. Ja, wo haben Sie schon hier? Bisschen höher wieder. Bisschen Also, höher? halt, nee, jetzt doch einen kleinen Tick. Oh, cool. Also, ich glaube, Sie müssen es unten hochziehen. Sie haben das geschlossen Ach unten. ja, hier, Na, da mal gehen eben wir hoch da, und dann kann man auf die Leistungsart klicken. hier, also das, Genau, jetzt ja, kann man so. darauf klicken und rechts Ja, der dann Button ist das ist ein. Tarif ansehen. Rechte ist der Tarif mittlerweile, ja. Dann ein markieren. Ja, früher war das immer sofort. Ja, dann haben wir hier die 21. Die Liste will ich eigentlich doch hier vielleicht an der Stelle doch mal Nee, verlassen. doch, das geht. Liste verlassen ist richtig. Dann kommen Sie wieder zurück. Ja, dann kommt man noch zurück und dann sehen wir hier auch wieder Tarif 31 glatt. Ja, das war bei, ach nee, das ist der Tarif, das werden wir später noch haben für diese 1421. Da ist er, glaube ich, 33,69. Hier sind es glatte 33. Ja, und der teilt sich dann halt in 24 fix und 9 dann variabel auf. Ja, also dass durch die Tarifermittlung die Kostenstelle aufgelöst, also die Kosten davon zumindest dann sich jeden Monat auflösen können, wenn ich die abrechnen würde, dass das auf jeden Fall dann eben 0 oder Tendenz 0 ergibt. Ja, das hier aber ein bisschen in der Oberfläche komisch. Ja, ich hatte da wahrscheinlich an der falschen Stelle hoch zu.
Ja, aber im ganzen Bild hat man es, irgendwie kriegt man es halt nicht in einem Bild. Das war früher eigentlich so, dass man alles zusammen sehen konnte. Jo, das heißt, plantechnisch wird sich unsere Kostenstelle entlasten können, wenn wir sie nachher umlegen, mal eine Umlage mit ihr machen und auf Prot und Prot 00 die Kostenstellen dann umbuchen. Umlegen, Umlage machen. Ja, das Verfahren, was wir dann verwenden werden, ist Umlage und dann wird auch die Planzahl halt sich vollständig eben entlasten. Kleine Differenzen kann man ignorieren, wenn man sich überlegt, wie viele große Zahlen wir da bewegt haben in 40.000ern. Dann kommt es auf 4 Cent nicht drauf an, wenn man dann noch überlegt, dass auch ja so und so das Planzahlen mit Schätzungen da eingehen. Das heißt, das ist völlig egal. Wenn solche ja, Abweichungen mal größer sind, kann man auch das nochmal nachlaufen lassen, weiteres Iterationsverfahren durchführen, um dann vielleicht eben gegen Null besser zu kommen. Ja, aber im Grunde kommt es darauf nicht an. Ja, also um die 4 Cent so und so nicht. Kurz eine Frage. Haben Sie Ja. in den letzten 10 Minuten irgendetwas gebucht? Weil ich hatte Internetprobleme und jetzt gerade wieder dazugestoßen. Okay, ja, da haben wir gerade die Übung 11 gemacht. Zeig sie mal. Okay. Ja, diese Übung, 11, Seite 296. Also ich, wo ich stehen geblieben bin, ist Tarifermittlung. Ja. Haben Sie den noch gemacht, die Tarifermittlung? Danach haben wir nichts mehr gemacht. Also hier wurde nichts gebucht, dieser Naja, Tarifermittlung. das ist so halb buchen, ja, also es verändert die Zahlen auf jeden Fall. Gucken Sie mal in die KSBL, gehen, also wir sind danach nur noch in den Bericht gegangen. Jetzt, ja, das wäre 100, immer noch 100. Ja, okay. Ja, 196, die Tarifermittlung und dann hier unter J. Also da brauchen Sie eigentlich nur zu prüfen. Guck mal, ich habe es ja noch offen. Ja, dann können wir das ja auch hier kurz. Ja, also wenn Sie den Bericht aufhaben und Sie haben den Tarif noch gerade so gebucht, die Tarifermittlung, Nee, dann gebucht habe ich nicht. Also muss ich doch was buchen. Macht er automatisch. ausgeführt, aus, haben Sie was ausgeführt, nicht gebucht, ausführen war eigentlich das. Und Sie ausführen und sichern Ausführen, muss ja, mir. und Test, Ausführen und also sichern. Testlauf Test hat und eine drin. Ja. ja. Und dann haben Sie noch ausführen und sichern irgendwie gerade gemacht zum Nein, Schluss. das habe ich nicht mehr gemacht. Dann machen wir mal ganz schnell frei und haben Sie dann noch mal die andere Transaktion auch auf. Soll ich mal ganz kurz an die Wall? Ja, Dann gehen Sie mal wissen an die wir, wo wir Wall. hier. Sorry für die Umstände. Wenn man hier aus dem Internet heraus eben einfach rausfliegt, das ist eben der Nachteil dieser Verfahren hier. Sehen Sie es? Ja, ich sehe es. Ja, das sieht Okay. gut aus. Ja, unten scheint es nur noch zu sichern zu sein. So weit waren sie Okay. scheinbar. Okay. Iteration verbucht. Ja, und jetzt gehen wir mal in die KSBL wieder zurück. Das hier, oder? Ja, Ja, das jetzt wieder ausführen. jetzt wieder aus. Und Okay. dann mal unten, ja, die 0,04 haben sie.
Und bei Ihnen dann nochmal weiter runter scrollen, das war dann noch ein bisschen die, ja, die beiden Leistungen. Wenn Sie jetzt da eine mal markieren, Check-up oder